und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video wieder mit dabei seid. Der neue Monat hat angefangen und was heißt das? Aufgebrauchtzeit. Ich habe wieder eine Kiste mit netten Sachen drin für euch. Und genau, wie immer, jeden Monat werde ich das in zwei Teile teilen. Also das ist die eine Kiste und dann habe ich nochmal eine von der gleichen Größe für später dann. Ich hatte euch ja gefragt in einer Umfrage, ob ihr das auf einen Rutsch haben wollt, die Videos, oder lieber ein bisschen kleckerweise. Und es war knapp, aber häppchenweise hat gewonnen. Deswegen, ja, mal gucken. Ich denke mal, dann Mitte des Monats kommt dann wahrscheinlich der zweite Aufgebrauchteil. Je nachdem, wann meine Beautyboxen kommen und so weiter. Das werden wir dann einfach sehen. Ich schnacke gar nicht lange rum. Ich fange direkt mal an. Ich habe den Monat April, wir haben jetzt Mai. Genau, ich habe im Monat April nicht ganz so viel aufgebraucht wie jetzt im März. Und ja, deswegen sind es auch nur zwei Videos. Ich fange einfach mal ganz, ganz schnell an mit dem, was meine Tochter aufgebraucht hat. Dann ist das nämlich gleich mal weg. Meine Tochter hat von Bübchen Shampoo und Spülung 2 in 1 Prinzessin Rosalea aufgebraucht. Kein Ziepen, keine Tränen, ohne Mikroplastik. Ja, typisch Bübchen. Es hat natürlich sehr mädchenhaft geduftet. Nach Himbeeren, also nach Himbeeren, nach künstlicher Himbeere. Sie hat es sehr gerne benutzt. Von der Spülung habe ich jetzt nicht so viel gemerkt, aber braucht man ja auch nicht unbedingt bei Kindern. Ja, ist ein Shampoo und eine Spülung. Braucht man nicht viel sagen. Dann haben wir natürlich wieder zweimal ein Bübchen Bad aufgebraucht. Wir haben Chlorak benutzt und wir haben Schaumbad Kicks Monster mit lila Wasser aufgebraucht. Waren beide wie immer top. Genau, arg viel mehr gibt es zu Bübchen mittlerweile auch echt nicht mehr zu sagen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Deswegen machen wir direkt weiter. Ich habe letzten Monat wieder meine Haare gefärbt mit der Olia von Garnier in der Farbe 4.15 Schokobraun für sichtbar mehr Glanz. Und ich finde, meine Haare sehen recht gesund aus, obwohl ich sie färbe. Deswegen, ich habe das Gefühl, die Farbe ist sehr sanft zu den Haaren. Sie hält jetzt auch ein bisschen besser. Ja, die letzte Runde hat ja gar nicht gehalten. Da war ja gefühlt nach zwei Wochen schon wieder die ganze Farbe rausgewaschen. Die hält jetzt etwas besser. Und also man sieht, ich habe Glanz in den Haaren. Finde ich gerade hier unten in diesem Schwung kann man das gut sehen. Also meine Haare wirken recht gesund momentan und da freue ich mich auch drüber. Aber ich benutze auch Haarmasken und so weiter, deswegen, naja. Ja, gibt es auch nicht so viel zu sagen zu der Färbung. Die hat 60% Öl drin, Blumenöle. Sie stinkt nicht so furchtbar wie die meisten Färbemittel. Und die Haarkur, die dabei ist, die habe ich euch ja auch schon öfters mal gezeigt. Die ist super. Und die Farbe kaufe ich mir jetzt einfach immer wieder nach. Ich habe mich von der Franca, von Francas Favorites, ein bisschen anfixen lassen zu diesem Batiste Overnight Fresh Trockenshampoo. Sie hat das so schön hochgelobt, dass der Duft so toll wäre und dass die Haare am nächsten Morgen super frisch wären und so weiter. Deswegen habe ich mir das auch mal gekauft. Das tut man einfach abends in die Haare, legt sich hin und hat morgens soll morgens eine top gepflegte Mähne haben, ohne Fett etc. Das kann ich so nicht bestätigen. Der Duft ist mega schön gewesen. Aber ich habe jetzt keinen großen Unterschied bemerkt zum nächsten Morgen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und es hat für mich auch nicht direkt dieses Trockenshampoo-Feeling gehabt. Ich habe gerade von Batiste diese pinken Blumen, diese Edition. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ach, ist ja auch egal, wie sie heißt. Aber das ist ein richtig geiles Trockenshampoo. Ja, das sprüht man rein. Man macht ein bisschen einen auf diesen hier, kämmt es raus und die Haare sind wirklich entfettet, ohne dass sie total stumpf sind. Diesen Entfettungsfaktor, den habe ich hier ein bisschen vermisst und dafür war es mir jetzt eigentlich zu teuer. Das kaufe ich mir nicht mehr nach. Die anderen Produkte von Batiste kaufe ich mir sehr gerne nach. Ja, dann muss ich halt morgens Haare waschen. Wenn das nicht funktioniert, beziehungsweise meine anderen Batiste Trockenshampoos, die kriegen das morgens mal hin, wenn ich ein bisschen einen fettigen Ansatz habe, das wegzumachen. Das hat das hier für mich persönlich nicht geschafft. Also das war jetzt den Hype so leider nicht wert. Trotzdem, das hat ja mit der Franca nichts zu tun, wenn es für sie funktioniert. Sie hat ganz andere Haare als ich, sie hat ganz feine Haare und wenn es für sie klappt, ist ja wunderbar. Für mich funktioniert es halt, wie gesagt, leider nicht so gut. So,
In einem Short von einem DM-Mini-Haul hatte ich euch mal das hier gezeigt. Die von Badeträume, das Aroma-Badekissen mit Ylang Ylang. Mit duftenden Essenzen und pflegendem Jojobaöl. Prickelnder Badegenuss. Das war einfach so ein kleines Netz, wo jede Menge Kräuter drin waren. Das sollte man in die Badewanne legen, ab und zu ein bisschen drücken, dass die ätherischen Öle rauskommen und sollte sich damit abreiben. Die duftenden Essenzen habe ich sehr vermisst. Also für mich hat es eigentlich nach nichts gerochen, außer nach ein bisschen krautig. Ich habe mich damit abgerieben und so, aber ich habe keine Pflegewirkung bemerkt bei mir. Weder Duft noch Pflege. Also deswegen war das für mich leider ein Flop. Das kaufe ich mir definitiv so nicht mehr nach. Wenn sie sowas mal mit Lavendel haben sollten, wäre ich gewillt, es vielleicht nochmal auszuprobieren. Aber diese Variante mit Ylang Ylang war jetzt für mich leider nichts. Ja. Schade. Aber gut, ausprobiert wenigstens. So, ich habe ein Duschgel aufgebraucht. Und zwar, das hatte ich in irgendeiner Beautybox mit drin. Von S. Oliver Pure Sense. Das Woman Duschgel mit Magnolien, Bambusblättern und Rose. Ein Bath and Shower Gel in 75 Millilitern. Das war schön. Das war schön. Wie immer war es ein sehr stark parfümiertes Duschgel. Weil wenn's, ich sag mal so, wenn ein Duschgel nach einer Parfümmarke kommt, dann ist es meistens vollgepumpt mit Parfüm und hat relativ wenig pflegende Eigenschaften. Das riecht dann nur gut und pflegt aber recht wenig. Das konnte ich jetzt hier nicht feststellen. Der Duft war ganz toll. Also das Parfüm würde ich auch nehmen, sagen wir es mal so. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass dieses ganze Parfüm meine Haut total austrocknet. Also es hat definitiv mild gereinigt und hat trotzdem irgendwie gepflegt. Es war jetzt natürlich nicht so wie so eine Cremedusche oder so, aber es hat immerhin meiner Haut nichts Schlimmes getan. So, wenn ich das nochmal kriegen täte, würde ich es auch benutzen. Nachkaufen selber eher weniger. Weiter geht's. Oh Gott, mal kurz Ordnung reinbringen in meine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Was haben wir denn da? Okay. Ich habe von Kneipp die Badekristalle Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz benutzt. Wie immer, top. Top, top, top. Ich mag den Geruch von Patchouli. Mein Mann kriegt da das Würgen sozusagen. Er mag es überhaupt nicht, ist ihm vielleicht zu penetrant. Ich finde es toll. Ich kann mich da, und Sandelholz finde ich auch toll. Deswegen, ich kann mich in so einem Bad sehr gut entspannen. Ich habe auch noch ein Backup und ja, das ist, wisst ihr ja, auch was, was ich immer wieder nachkaufe. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Gesichtsmasken. Da habe ich nämlich in diesem Körbchen 3 Stück, ja, die ich aufgebraucht hatte. Wir fangen mit der schlechtesten an. Und zwar vom Action hatte ich die Clay Dipped Sheet Mask, um die Haut zu reinigen und die Poren zu minimieren. Mit vulkanischem Ton und Hibiskus. So, ich hatte die schon in rosa. In rosa war sie super. In lila war sie ganz arg schrecklich. Ich weiß nicht, wo der Unterschied war. Die hat gebrannt ab der ersten Sekunde. Ich habe die nach 2 Minuten wegnehmen müssen, weil ich mir gedacht habe, ich halte es nicht aus. Es hat so fürchterlich gebrannt. Ging überhaupt nicht. Also kaufe ich nicht nach, empfehle ich jetzt auch nicht weiter. Keine Ahnung, vielleicht war meine Haut an dem Tag überreizt. Ich kann es euch nicht sagen. Die rosane hat ganz toll funktioniert. Die lilane gar nicht. Also weg damit. Dann habe ich aus meinem Maskenkalender von Revolution Skincare die Aloe Vera Cream Mask ausprobiert, / benutzt. Die sollte beruhigend sein. Und die war gut. Ja, das war eine super Maske. Die hat nicht gebrannt. Die war angenehm. Meine Haut hat sich wirklich beruhigt angefühlt danach. Und wurde halt benutzt wie eine typische Crememaske. Gereinigtes Gesicht, draufschmieren, 15 bis 20 Minuten drauflassen und abwaschen. War top. Genau, also die war echt super. War eine der besseren aus diesem Maskenkalender auf jeden Fall. Jetzt kommt die letzte Maske, die ich aus meinem Körbchen gezogen habe. Gesichtsmaske zumindest. Und das ist jetzt die beste, die ich in dem Monat benutzt hatte. Mit die beste. Also zumindest aus dem Körbchen. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar von Balea die Retinol-Tuchmaske. Intensive Feuchtigkeit mit Retinol, Phytosqualan und Vitamin E. Straffend und glättend. Die war so Bombe. Die war so toll.
Also, oh, die ist mit Hyaluron etc. drin. Also die ganzen guten Sachen, sage ich jetzt mal, für eine aufgepolsterte, frische, durchfeuchtete Haut. Und die war so schön. Ich bin so froh, dass ich die noch hier im Backup habe. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Benutzung. Also, die habe ich super vertragen. Das Gesichtsgefühl danach war einfach mega. Und ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Ich schwärme. Habt ihr gut gemacht, Balea. Richtig gut. So, jetzt kommt was, was ich aussortiert habe. Ich habe schon lange nicht mehr aussortiert. Ich habe aufgebraucht, aber nicht aussortiert. Und zwar, ich war beim Rossmann und habe mir von For Your Beauty den Gesichtshaarentferner gekauft. So. Dieses Ding. Weil ich mir dachte, so hoch, vielleicht sitzt dann ja meine Foundation besser, wenn ich mir die Gesichtshaare wegmache. Bla bla bla. Dann habe ich mir also dieses Teil gekauft. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist hier vorne wie so eine Art Feder. Ja, das kann man hier so auseinanderziehen. Und damit geht man über das Gesicht. Das rollt sich dann. Da bleiben die Haare drin hängen und werden rausgerissen. Leute, das sind solche Schmerzen. Das sind solche Schmerzen. Und das Problem, also ich meine, mit den Schmerzen könnte ich noch umgehen, weil wer sich epiliert, der weiß, was Schmerzen sind. Aber das hat dann nicht mal funktioniert. Das hat die Haare nicht rausgerissen. Es hat nur gezupft die ganze Zeit. Es hat an den Haaren gerissen. Sie gingen aber nicht raus. Und deswegen, ich habe das einmal benutzt. Es fliegt sofort wieder raus. Also das war wahrscheinlich der gröbste Fehlkauf in der letzten Zeit. Also für wen das funktioniert, finde ich es toll. Ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich es falsch benutzt, aber das ist mir die Schmerzen nicht wert. Dafür, dass ich dann über die gleiche Stelle 50 Mal drüber muss, dass die Härle weggehen. Das funktioniert nicht. Dann muss ich mir das mal was anderes überlegen, wie ich meine Gesichtshaare loswerde. Also, aber so auf keinen Fall. Es fliegt raus. Wie sind eure Erfahrungen damit? Sagt's mir mal bitte. So, ich habe eine Heal-Maske benutzt von Revolution Skincare mit Shea Butter. So, ich dachte, das ist eine ganz normale Fußmaske. Also so Füßlinge, so Socken mit einer Lotion drin. Aber nein, das ist wirklich nur für die Fersen. Also Heal, wirklich nur für die Fersen. Das waren so kleine Fersenkäppchen, die man dann quasi vorne zugemacht hat. Und dann hatte man da das an den Fersen dran. Ja, das sollte feuchtigkeitsspendend sein. Es war okay. Ich kann mich momentan nicht unbedingt an den direkten Effekt danach erinnern. Also war er wahrscheinlich nicht so groß, dass ich gesagt hätte, wow, voll geil. Also ja, kann man machen, wenn man es geschenkt kriegt, aber kaufen täte ich es mir nicht. Ne. Also wenn sowas irgendwann mal in der Box drin ist, okay, kein Ding, dann benutze ich das auch, aber ich kaufe es mir nicht. Brauche ich nicht. Dann creme ich mir einfach jeden Abend meine Füße selber ein, da habe ich den gleichen Effekt. Ich habe schnief aufgebraucht meine erste Packung Matte Maski. Die Melting Matte Cleansing Mask für sensitive Haut, die Morgenreinigungsroutine quasi ersetzt. Die hat jetzt sehr lang gehalten, die Packung. Die hatte 75 Milliliter. Kostet fast 40 Euro, glaube ich, das Ding. Ich hatte es ja aus einer eBay Beauty Box. Nee, stimmt gar nicht. Das ist der aus meinem Glossybox-Bundle gewesen, wo ich mich so drüber gefreut hatte. Ich habe den immer nur am Wochenende benutzt. Als Wellness-Moment am Morgen. Aufgetragen, einmassiert, Zähne geputzt, abgewaschen. Genauso, wie man es machen soll. Und die Haut war ganz toll danach. Sie war weich, sie war gepflegt, sie war mit Feuchtigkeit versorgt. Also es war ein toller Start dann immer ins Wochenende, wenn ich das benutzt habe. Ich bin sehr froh, dass ich noch eine da habe. Und ich werde auch gucken, dass ich da auch künftig meine Griffel irgendwie dran kriege, weil eigentlich will ich darauf am Wochenende gar nicht mehr verzichten. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, vielleicht auch bei eBay eine Beautybox oder so zu erstehen, wo das drin ist, dann mal, also ich kann es empfehlen. 40 Euro würde ich dafür nicht ausgeben, aber wenn es in der Box drin ist, dann würde ich es definitiv nehmen. Genau, also ich bin echt traurig, dass der erste leer ist, erst bis zum Anschlag ausgequetscht. Und ja, ich bin sehr sparsam mit meiner zweiten Tube, weil das meine letzte ist momentan. Ja, ich liebe es. Weiter geht's. Ich habe was gegen meine Pickel getan. In einer weiteren Box, glaube ich, irgendwo, hatte ich von Disciple die What Spot Dots drin mit Salicylsäure. Also die Pickelsticker. Die waren geil. Die waren super.
Ich fand ja schon die von Balea gut, aber man merkt, dass hier, glaube ich, die Salicylsäure ein bisschen höher konzentriert ist. Und das hat richtig was gemacht an den Pickeln, also im positiven Sinne. Es hat für mich die Pickel nicht schneller abheilen lassen, aber es hat sie schneller an die Oberfläche gebracht, habe ich das Gefühl. Und dadurch konnten sie dann im Endeffekt schneller abheilen. Ja, also ganz toll, sie haben gut geklebt und ja, man hat sie wie immer nicht gemerkt. Wenn ich die nochmal kriege, freue ich mich sehr drüber. Bis dahin be benutze ich gerne weiter die von Balea. Ich habe was Kosmetisches aufgebraucht. Das passiert bei mir, abgesehen von Concealer, so gut wie nie. Ich habe mein Tinted Serum aufgebraucht von Catrice. Es sieht zwar aus, als wäre hier immer noch was drin, aber ich habe das, wenn man so, wenn man reinschaut, sieht man, dass das Ding echt leer ist. Ich hatte die Farbe 004N, die war perfekt für mich. Das Tinted Serum ist ja mit Hyaluronsäuren, Vitamin E, kennt bestimmt jeder, der gerne Beauty-Videos auf YouTube schaut. Und ich habe das Ding eine Woche auf dem Kopf stehen lassen, um die Reste noch rauszukriegen und mehr ist einfach nicht rauszuholen. Ich kaufe sie mir erstmal nicht nach, weil, wie ihr wisst, ich bin Fan von meiner Liquid Foundation, HD Liquid Foundation von Catrice. Und da kommt das Tinted Serum für mich nicht ran. Die HD Liquid Coverage Foundation, die ist auch mit Niacinamiden. Und die ist einfach für mich perfekt. Und ich glaube, dabei bleibe ich einfach. Never change a running system. Die war gut für zwischendurch. Ich habe sie auch sehr gerne benutzt. Aber ich kaufe sie mir jetzt nicht nach, weil sie ist auch teuer mit 9 Euro. Und ich habe meine gute Foundation hier. Ich denke, wie gesagt, da bleibe ich einfach bei dem, was für mich gut funktioniert. Weiter geht's. Ich habe von. Da ist wieder Zeugs dran. Moment. Ich habe von Florence by Mills die Swimming Under Eye Gel Pads benutzt. Ja, die sind schon okay. Das hat man so kleine Fische unter den Augen. Es sieht natürlich ganz witzig aus. Meine Tochter hat es gefeiert. Die sind vegan und so weiter. Und ja, sie geben Feuchtigkeit. Nicht megamäßig super toll Feuchtigkeit, aber sie sind okay. Die waren in meiner eBay Beauty Box drin, wenn ich mich nicht irre. In einer von denen. Hatte ich zweimal. Das war jetzt, glaube ich, das letzte Päckle. Und ja, wenn die nochmal wo drin sind, freue ich mich. Kaufen täte ich sie mir nicht. Weil ich glaube, ein so ein Päckle kostet 5 Euro. So toll fand ich sie dann nicht. Weiter geht's. Und zwar noch mehr Augenpads von Balea. Die Beauty Hyaluron Augengelpads. Mit Sofortkühleffekt gegen Schwellungen. Mit Hyaluronsäure und Panthenol. Da waren drei Pärchen drin. Also sechs Pads. Die habe ich gerne benutzt. Habe ich aufgebraucht. Sie waren angenehm. Haben auch einen pflegenden Effekt unter den Augen gehabt. Also nicht nur während dem Tragen waren sie angenehm, sondern auch danach. Und ja, mal gucken, ob ich mir die nochmal nachkaufe. Ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach den Augenpads für mich, die wirklich mir einen tollen Effekt geben unter den Augen, von ja, ein bisschen aufpuffern, wie man sieht. Ich bin sehr Augenring geplagt in letzter Zeit. Und da bin ich auf der Suche nach einem guten Produkt, das mir da behilflich sein kann. Auf jeden Fall waren sie nicht schlecht. Also ein solides Produkt von Balea, würde ich sagen. Und preislich, glaube ich, auch vollkommen okay. Wir kommen schon zum letzten Produkt aus dieser Runde. Und zwar ebenfalls aus einer Beautybox von We Are Paradox, der Repair Game Changer Hair Mask. Ordentlich gequetscht. Die war so toll. Das war, glaube ich, bisher eine der besten Haarmasken, die ich je benutzt habe. Das sollte die Haare glätten und hydratisieren. Und das hat es auch gemacht. Ich habe halt danach dann immer noch eine Spülung benutzt. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich eine Haarmaske benutze, kriege ich den richtigen vollen Effekt nur, wenn ich danach eine Spülung drüber mache. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich meine, Haare sind ja auch unterschiedlich. Aber wenn ich eine Haarmaske mache und ich benutze danach keine Spülung, habe ich immer das Gefühl, die Haarmaske hat nicht wirklich viel getan. Nehme ich danach eine Spülung, dann kriege ich meistens den Effekt, der auch draufsteht. Und ich habe noch die Detox-Maske im Schrank von We Are Paradox. Da bin ich auch sehr gespannt, die zu benutzen. Aber die Repair-Maske, die war wirklich Bombe. Ich habe die auf zweimal aufgebraucht. Das waren, ich habe keine Ahnung, wie viel Gramm waren das? 30 Milliliter. Genau, auf zweimal aufgebraucht und der Duft war super. Nach was hat es gerochen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass gut war. Ja, super angenehm. Ja, so ein bisschen kräuterig,
Hat was von Lavendel in meiner Nase, aber ich kann mich auch irren. Und was steht denn hier? Irgendwas mit Algen. Irgendwas mit Algen steht drauf. Ich habe es so zerquetscht, dass ich es nicht mehr lesen kann. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die habt, probiert sie aus. Sie ist so, so toll. So, so toll. Zumindest für meine Haare. Für meine dicken, dicken Haare. So. Leute, jetzt bin ich hier durchgerusht durch dieses aufgebrauchte Video. Ja, genau, das war Teil 1 für diesen Monat. Teil 2 folgt dann, wie gesagt, entweder in der Mitte des Monats oder gegen Ende, je nachdem, was noch so reinkommt an Videos. Also stay tuned. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und gebt mir gerne ein Feedback zu den Produkten, ob ihr sie kennt, wie eure Erfahrungen damit waren. Und gebt mir gerne ein Feedback, wie ihr die Produkte so fandet, falls ihr sie kennt, ob sie bei euch vielleicht besser funktioniert haben. Gerade auch zu dem Gesichtshaarentferner habe ich vielleicht was falsch gemacht. Gebt mir Tipps. Ich bin immer dankbar dafür. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.